Der Goldene Oktober macht erstmal Pause, aber wir von Brisant sind für Sie auch heute da natürlich. Herzlich willkommen zur Sendung. Schön, dass Sie bei uns sind. Stimmt allerdings, wenn Ihnen das jetzt so ein bisschen zu schnell ging. Wir erklären die einzelnen Medikamente noch einmal gern auf brisant.de bei uns. Und das Erste beschäftigt sich heute Abend mit den aktuellen Einschränkungen bei Urlaubsreisen. Jetzt, wo ja die Herbstferien beginnen, die Corona-Lage, 20.15 Uhr, gleich nach der Tagesschau. Großer Schreck heute für Schüler aus Hildesheim. Ihr Bus hatte sich selbstständig gemacht. Unsere Kurzmeldungen jetzt. Bekommt man richtig Lust auf Lugano in der Schweiz. Zu unserem nächsten Thema. Campino hat es getan. Er hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Wobei, das erfahren Sie jetzt in unseren Promi-News. Da hat sie recht. Und wie? Warum Rainer Kallmund jetzt einen auf Schlager macht, wo Hardy Krüger Junior sich am wohlsten fühlt und die Hochzeit von Topmodel Toni Gahn. All das jetzt in Brisant Prominenz. Taktgefühl, eine gute Körperhaltung und vor allem gute Schuhe sind beim Irish Dance unverzichtbar. Wir hören mal rein. Schon mal live erlebt und dieser irische Stepptanz hat es einer jungen Frau ganz besonders angetan. Sie tanzt bereits ihr halbes Leben und ist in den sozialen Netzwerken ein richtiger Star. Doch das gefällt offenbar nicht jedem. Anfeindungen gehören für sie. Morgan Bullock aus den USA dazu, aber sie tanzt sie einfach weg. Und dann haben wir noch Silbermond getroffen. Corona hat uns ja alle so ein großes Stück weiter aus der Bahn geworfen und das Leben mächtig auf den Kopf gestellt. Klar gilt das auch für die, die Musik machen. Die Band hat deshalb einen neuen Song herausgebracht, der vielen aus der Seele spricht. Und da hören wir jetzt mal rein. Als meteorologische Bombe wurde das bezeichnet, was gerade im Südosten Frankreichs und auch in Norditalien passiert ist. Ganze Häuser werden von Wassermassen mitgerissen, Brücken zerstört, Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. In einigen Landstrichen haben die schlimmsten Unwetter seit Jahrzehnten gewütet. Es gibt viele Todesopfer zu beklagen und das ganze Ausmaß der Zerstörung wird jetzt so langsam sichtbar. Jetzt zu Hardy Krüger Junior, der ja gestern bei uns in der Sendung für den Überraschungsmoment gesorgt hat. Eigentlich wollte er seinen Sehnsuchtsort Lugano in der Schweiz vorstellen. Aber statt Sightseeing gab es dann einen Heiratsantrag. Er will nämlich seine Frau Alice zum dritten Mal heiraten. Und da waren wir natürlich so überrascht, dass es nur dieses eine Thema gab. Aber jetzt stellt er uns wirklich sein Lugano vor und die Romantik des Ortes ist schon mal deutlich zu spüren. Silbermond am Puls der Zeit. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis morgen Punkt 17.15 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.